Moin, sind's, meine lieben Freunde. So, wir sind auf knapp 1000% von der Geschwindigkeit. Yeah. Auf jeden Fall waren wir das letzte Mal hier stehen geblieben und wollten noch diesen lustigen Trank, den Mystik-Trank, diesen Typen hier geben. Ihr seid zurück, bitte den Trank, schnell! Wir stehen in ihm. Oh, vielen Dank, ihr habt mein Leben gerettet. Flop, gluck, 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 gluck. ETF, wie der aussieht. Danke für eure Hilfe, es geht mir wieder besser. Ja, warum mache ich die Stimme auf einmal aus? Ich weiß es nicht. Seht doch, es ist ein Mann. Ein Mann mit lila Haaren. Was du nicht sagst, was hast du denn erwartet? Nun, wir konnten ja nicht sehen, wer da sprach. Ja, aber hören kann man das. Na, ihr hättet auch nicht gerade so bald zu Gesicht zu bekommen, oder? Was? Na, ihr hättet mich nicht gedacht, mich so bald zu Gesicht zu bekommen, oder? Ja. Ich hätte mich ja schon früher gezeigt, aber ich konnte mich nicht mal rühren. Wie konnte es, dass sie gelähmt waren, während sie unsichtbar waren? Und diese Fähigkeit, sich zu verbergen, sind sie etwa ein Adept? Ein Adept? Wovon spricht ihr überhaupt? Sie haben Synergie benutzt, um sich selbst zu verbergen. So etwas kann nur ein Adept. Oh, ja. Ich habe meine Synergie benutzt, um mich zu verbergen. Irgendwas klingt faul an dieser Geschichte. An seiner Geschichte. Ich werde einen Blick in seine Gedanken werfen. Kamehameha. Ja? Was ist los, Ivan? Dies ist Barbie. Wartet. Dies ist Barbie, der Herrscher über Tolbin. Tolbi. Und es war keine Synergie, die er benutzt hat, um sich selbst zu verbergen. Es war die Macht einer vergessenen Zivilisation. Richtig. Ich habe nichts dagegen gesagt, oder weißt du das? Oh mein Gott. Ich meine, Ivan hat ja nicht gesagt, ich werde seine Gedanken lesen. Ich nehme an, ihr seid Adepten. Bedeutet das, dass ich endlich wahre Lemurianer gefunden habe? Das sag ich doch die ganze Zeit. Wir sind Adepten. Aber was ist ein Lemuria? Na, was auch immer. Ja, was ist dieser Lemur? Was ist dieses Lemuria? Was? Ihr seid Adepten, aber keine Lemurianer? Lemurianer, okay. Nein. Wir nicken. Ja, er schüttelt den Kopf. Dann hatte ich Unrecht. Wobei. Barbie, seid ihr auf der Suche nach Lemural? Lemurianer? Ja. Ihr seid doch der Herrscher über Tolbi. Ihr könnt alles haben, was ihr begehrt. Warum wollt ihr diese Lemurianer finden? Selbst als Herrscher über Tolbi hat man seine Grenzen. Jedes Jahr werde ich älter und gebrechlicher. Dieser Körper ist am Ende. Und ihr begehrt es, älter zu werden? Oder verwehrt? Ich verstehe euer Verlangen, für immer jung zu bleiben. Aber es gibt nichts, was man tun kann. Moment mal, Isaac. Erinnerst du dich daran, wie wir im Heiligtum von Sol waren? Ja, natürlich. Genau, gerade sagte, dass Alchemie selbst den Tod aufhalten könnte. Wie war das? Bitte? Was meinst du? Habt ihr eben den Namen Graden erwähnt? Ja. Warum kann ich mich an das nicht mehr erinnern? Und warum ist es auf einmal alles hell? Warum kann ich mich an diese Stelle nicht mehr erinnern? Lord Barbie. Wir haben überall nach euch gesucht. Jodem sagte, wir würden euch in der Höhle von Altmiller treffen. Ihr seid nicht froh, dass wir euch gefunden haben? Nein, das ist es nicht. Was wollt ihr in einer Höhle wie diese, mein Lord? Ich habe meine Gründe. Ganz toll, wie ist denn Aufruhr, weil ihr verschwunden seid? Es war nicht meine Absicht, irgendjemanden grundlos Sorgen zu bereiten. Auf jeden Fall sind wir froh, euch gefunden zu haben, bevor das Finale beginnt. Die Vorausscheidungen sind bereits entschieden? Warum wart ihr so lange in dieser Höhle? Ich hatte etwas sehr Wichtiges zu erledigen, aber darum hat sich nun schon jemand gekümmert. Glänzen, dann können wir dem Finale beiwohnen. Ich muss noch mit diesen Leuten sprechen. Wollt ihr vielleicht auch dran teilnehmen, aber es darf bloß eine teilnehmen. Möchtest du das machen, Isaac? Ja, möchte er. Wer sind sie? Keine Ahnung.
Ich verdanke Ihnen mein Leben. Oh mein Gott! Nick, Nick. Verzeihen wir unsere Schroffheit. Für die Rettung Lord Barbie seid ihr unser Dank gewiss, ja. Ja. Yoda muss Ihnen eine Belohnung geben. Ich möchte aber am Turnier teilnehmen und ich werde gewinnen. Ihr könnt wieder mit Ihnen sprechen, nachdem das Finale vorbei ist. Oh, ich verstehe, aber wenn das so ist, dann werden Sie am Finale teilnehmen. Ihr habt mir euren Namen nicht verraten. Ich bin Garrett. Das ist Isaac. Ich bin Ivan. Mein Name ist Mia. Besucht mich im Palast, nachdem das Finale vorüber ist. Okay. Ich würde gerne noch mit euch sprechen. Ich aber nicht. Mir kommt ein Gedanke. Warum nehmt ihr nicht am Finale teil? Ja genau, wir müssen keine Vorstellung machen. Wir nehmen einfach mal am Finale teil. Ihr verfügt über interessante Kräfte. Aber Lord Barbie, Sie haben doch gar nicht an den Vorstellungen teilgenommen. Nur Krieger, die bei den Vorstellungen dabei waren, dürfen im Finale antreten. Und ihr glaubt also, dass mein Leben zu retten nicht Prüfung genug darstellt? Ja, ja, okay. Ich freue mich darauf, euch kämpfen zu sehen. Ja. Ihr bittet uns, an Kolosso teilzunehmen, nicht wahr? Meint ihr das ernst? Er will sehen, wie wir im Kampf unsere Synergie einsetzen, das ist alles. Das Finale, sollen wir es wagen? Ja. Dann wollen wir es tun. Ob so oder so, wir sitzen ohnehin in Tolby fest, bis Kolosso vorüber ist. Barbie sagt doch, dass er mit uns sprechen will. Außerdem scheint er Kram zu kennen. Was mag die Verbindung zwischen Lemuria und den Adepten sein? Ich vermute, er weiß so einiges über unsere Kräfte. Ich denke, alles, was wir tun können, ist zu warten, bis Kolosso vorüber ist. Ich hasse diese Warterei. Komm schon, lass uns an Kolosso teilnehmen. Was meint ihr? Ja. Großartig, es ist entschieden. Wir müssen einfach nur unser Bestes geben. Wenn du es wagen willst, Isaac, werden wir alle zu dir halten. Ja, in mich aufgesaugt, alle wieder. Okay, Rückzug. Hui! Komm, ich will schneller hier raus. Kann ich es jetzt gleich nochmal einsetzen? Oh, funktioniert hier nicht. Nein, ich werde angegriffen. Rückzug. Nein, ich werde schon wieder angegriffen. Rückzug. Oh mein Gott! Tötet ihn! Er hat uns nicht entkommen lassen. So, und nach rechts oben. Yeah, genauso wie ich es gesagt habe. Ja, war auch so schwer, nicht wahr? La 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 la. Aber dann, nein, hier wollte ich gar nicht hin. Ups. Und das mit dem Glücksmedaillen, was ich gesagt habe, das war totaler Humbug, ne? Das ist euch hoffentlich klar. Ja, bitte. Hey, du bist Isaac! 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 Ist das ein Witz? Das soll Isaac sein, der den Barbie gewählt hat? Ja, es gibt kein Irrtum, das ist ganz sicher Isaac. Aber er ist doch noch ein Kind. Was glaubt Barbie, was Kolosso ist? Etwa ein Spielplatz? Nee, Kindergarten. Ach, Leute. Ah, Leute, Kindergarten. Ernsthaft, bis hierhin ist Spaß. Leute, dann ist die Kiste fertig. Das war mein Klassenlehrer, den ich gerade zitiert habe. Ihm am Finale teilnehmen zu lassen, ist eine Beleidigung für jeden, der die Vorausscheidung bestanden hat. Ich zeig dir gleich eine Beleidigung mit der Faust in deinem Gesicht. Das ist eine Beleidigung für meine Faust. Habt ihr denn gar kein Vertrauen in Barbie? Nein. Barbie würde ihn nicht am Finale teilnehmen lassen, nur um ihr einen Gefallen zurückzuerstatten. Barbie würde Isaac nicht teilnehmen lassen, wenn er es nicht wert wäre. Ich bin es wert. Ich habe es drauf. Wir haben auf dich und deine Freunde gewartet, Isaac. Ja, ich habe es ja überhaupt nicht gehört, was ihr gerade lautstark besprochen habt. Alle Teilnehmer werden gebeten, sich in den Warteraum zu begeben. Ja, hier entlang bitte. Ja, okay, klar. Wie, Isaac ist der Einzige, der am Finale teilnimmt? Die Krieger, die am Finale teilnehmen, müssen alleine hingehen. Oh, aber warum Isaac? Aber warum Isaac? Barbie wollte es so. Aber ich wollte auch teilnehmen. Es werden keine weiteren Nennungen mehr angenommen. Nun, Meister Isaac, bitte bereitet euch vor. Ich denke, alles, was du noch tun kannst, ist durchzuziehen, Isaac. Ich weiß, du willst...
willst! Auch deinem Gareth, aber das geht nicht mehr! Das ist Wahnsinn! Isaac will gegen diesen Kolossenkrieger niemals bestehen! Ich hasse dich! Ich hasse dich, Gareth! Wenn Isaac gewinnen will, muss er Synergie einsetzen. Ja, ganz einfach. Nun, Bobby scheint sehr an seiner Synergie interessiert zu sein. Doch selbst wenn Freier Fall und Ragnarök sind eigentlich fast dasselbe, sage ich jetzt mal, ne? Doch selbst wenn, wie soll er sich denn hier durchsetzen, einsetzen, was auch immer? Wie soll er sich denn hier einsetzen? Was hat Bobby gesagt, dass wir tun sollen, während Isaac kämpft? Wir machen eine kleine Ausnahme. Ihr könnt ihn direkt von hier aus anfeuern. Ihr werdet aus nächster Nähe dabei sein. Cool. So etwa wird er zum ersten Mal erlaubt. Ihr solltet Bobby dafür danken, diese Sonderplätze erhalten zu haben. Wenn alles bereit ist, bringe ich euch hin. Kann Isaac nicht auch die letzte Runde sehen? Kann Isaac nicht auch die letzte Runde sehen? Ich wette, du willst so viele wie möglich über die Finalrunde erfahren. Nicht wahr, Isaac? Ja. Ach komm schon, du kannst doch sicher noch eine kleine Ausnahme machen, oder? Nun, das kann ja nicht schaden. Ich kann nicht glauben, dass Isaac mitten in Kolosso einsteigt. So etwas gab es noch nie, das ist völlig neu, wie ich schon sagte. Sind wir bereit? Ich führe dann euch dann in die Arena und los. Boah, ich finde das so klasse. Ich finde das echt sowas von übelst geil, wenn es von Golden Sun ein Anime geben würde. Das wäre sowas von episch, aber leider tut es das ja nicht. Das ist der Schauplatz des ersten Finalkampfes. Hier werden die Krieger ihre Kampfkunst unter Beweis stellen? Nun, eigentlich gehört da noch viel mehr dazu. Was fehlt hier noch? Die Krieger müssen ein Rennen bestehen, um als Erste an die Ausrüstung zu kommen. Wer zuerst kommt, ist also im Vorteil, das nenne ich eine Herausforderung. Das ist zu schwer für Isaac. Wir müssen ihn unterstützen, so gut wir können. Ja, das ist zu schwer für mich. Danke, dass ihr so an mich glaubt. Du willst also meine Erklärung nicht hören? Ja. Gut, dann lasst mich mal ins Detail gehen. Die Krieger ziehen ohne eigene Ausrüstung ins Finale. Nein! Warum habe ich mich denn dann so zugedeckt? Wenn du bitte dorthin blicken würdest. Na, ich habe hier noch die Djinns. Meine Fresse. Das ist der Start des ersten Runde. Du musst mehrere Runden absolvieren, bevor du erreicht hast. Die Truhen entlang des Weges erhalten Items, die dir im Kampf nützlich sein können. Das ist die Kampfarena. Nachdem die Kriege hier angekommen sind, geht er eigentlich kampflos. Du kannst auch Waffen in der Arena finden. Aber die eine ist schwächer als die andere. Ja, das Eisenschild ist ein bisschen stärker als der Cumulus. Das ist gar kein Cumulus. Doch, natürlich ist es ein Cumulus. Wer also als Erster hierher kommt, ist im Vorteil. Die Ausrüstung, die du hier findest, kannst du auch im nächsten Kampf wieder einsetzen. Was denkst du, Isaac? Verstehst du die Regeln für das Finale? Jo. Dir wird aufgefallen sein, dass jeder Schauplatz seinen eigenen Platzwart hat. Frag die Platzwarte nach Informationen um den einzelnen Schauplätzen. Isaac, du bist jetzt ein Filanest. Vergiss das bloß nicht. Ich bleibe hier, also komm zu mir, wenn du dir alles angesehen hast. Hey, von wo aus können wir ihn anfeuern? Möchtet ihr die einzelnen Schauplätze besuchen und euch die Erklärungen geben lassen? Ja, danach entscheiden wir, von wo aus wir Isaac anfeuern. Yeah, ich laufe zurück, so. Los geht's. Okay, wie sieht's hier aus? Die kaputte Brücke. Nur hier kannst du über die Brücke und so zum nächsten Abschnitt zu gelangen. Okay. Oh, kriegt ihr überhaupt nicht die Bretter in die Fresse. Wenn du nicht das richtige Timing hast, fällst du hinunter. Und das kostet sehr viel Zeit. Diese Runde ist zum ersten Finalkampf. Was möchtet ihr hier? Nein. So, was ist hier? Nennt man Röhrenkekse. Dann siehst du was so hoch. Ja, okay. Ja, das hört ihr. So, was haben wir hier? Okay. Kann ich nicht. Schieben, 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 schieben. Ansonsten. Okay, wartet. So, Nummer 4 ist das hier. Jo. Ja, möchte ich kurz. Hier ist die Ebene. Holztanz. Das muss ich. Wenn du.
Okay, ja, ist logisch, okay. Aber wenn du auch die Schatztour erreichen willst, ist die für eine Nutzung. Ja, gut, mir doch egal. Gareth soll ihn. Ja. Okay, Gareth folgt mich hier an. Oh, jetzt muss ich Eise-Dingens hier ihm noch. Ihmchen. Möchte ich hier was geben? Magisches Feuer kriege ich. Was verliere ich? Alle meine Teile. Okay, das ist ein bisschen blöd. Gut, lassen wir das. Anfeuern. Mia. Ah, komm, mir doch jetzt Wayne. Ah, das ist mir doch jetzt echt sowas von Bumi. Anfeuern. Ivan. So. Okay, und hier. So, und danke. Hast du dich umgesehen? Ja. Dann lass uns zurückgehen, aber das auch erst im nächsten Part. Bis dann, Leute. Adio.